Wenn ich hier gleich fertig mit Ihnen bin, dann dürfen Sie in Selbstbedienung Kaffee trinken, überhaupt trinken, essen und glückliche Menschen sein. Aber noch ist es nicht so weit. Noch, liebe Kunstakademie, sehr geehrter Herr Professor Dr. Zehler, die Rede war fast zu schön für mich. Aber trotzdem freue ich mich, dass sie hier in der Akademie so gehalten wurde und dass auch diese Preisvergabe hier ist. Denn eine Akademie, auch eine Musikakademie, aber gerade eine Kunstakademie, war immer ein Ort der Auseinandersetzung, da wurden mit Pinsel und mit Worten neue Gedanken gebildet und in Form gebracht. Und dass dieser Geist auch hier in der Akademie Einzug erhalten hat, das ist einfach ganz toll. Es war auch nie anders, aber es ist hier so schön, Presse wunderbarerweise mäßig dokumentiert, ist es einfach so. Und sehr geehrter Herr Bürgermeister von Schlein, die Sie so oft für mich die Backe hingehalten haben, und liebe Parteifreunde, liebes Rotes Kreuz, ich habe so viele liebe Sachen zu sagen, dass ich im Vorhinein ein Verbot bekommen habe, frei zu sprechen, weil ich würde jetzt Schwenke aus Ihrem und unserem Leben erzählen. Es wäre spannend, natürlich, aber Sie würden verhungern, ist aber nicht schlimm, Rotes Kreuz ist ja da, Tee und Decken. Aber das wollen wir jetzt gar nicht, sondern ich rede jetzt richtig ordentlich und deswegen habe ich es aufgeschrieben. Auch damit ich nichts vergesse, was wirklich wichtig ist. So, toll, jetzt bleibe ich in der Zeit, Sie haben eine Chance auf Essen. Ja, fängt mit der Familie an. Maler, male. Rede nicht. So pflegte mein Großvater Anton Räderstadt immer zu sagen. Nun gut, das ist nicht das Einzige, in dem mir der alte Anton fremd blieb. Und auch wenn meine Eltern das gleiche Horn in das gleiche Horn stießen und mir dasselbe rieten, war das nicht mein Weg. Rede nicht so viel, sei nicht so laut. Dich geheimnisvoll, sagten sie. Doch ich bin vorlaut, bildet, ungezähmt, durch und durch politisch. Und gerade deshalb freue ich mich umso mehr, mich heute bei Ihnen bedanken zu dürfen, dass Sie mich ausgewählt haben, die würdige Preisträgerin für den Horst-Koniung-Preis zu sein. Denn manchmal denke ich, für so Menschen wie mich, gibt es keine Kategorien. Ich habe keine brave, ordentlich ondulierte Frisur, keine dreireihige Perlenkette. Ich male nicht, was der jeweilige Kunstmarkt erwartet. Und ich sehe nicht bedauernd zu, wenn jemand leidet. Mensch, Tier, Frau, Kind, Strafgefangener. Ich muss etwas tun. Denn Künstler wird man nicht vom Wegsehen. Ich habe immer versucht, mein Leben und meine Malerei eins werden zu lassen. Träume, Visionen und Wunschdenken aus den Pinseln und den Händen fließen und Wirklichkeit werden zu lassen. Das ist nicht immer einfach. Gutmensch, ruft mir die millionenschwere Kunstsammlerin zu, statt einfach ein Bild von mir zu kaufen. Als wäre das ein Schimpfwort. Als Hochstapler verleumden mich selbsternannte Meinungsführer in meiner Heimatstadt und zeigen mich als vermeintliche Steuersünderin beim Finanzamt an. Und selbst Vertreter der Kirche sind sich nicht zu schade, hinter meinem Rücken gerne und ausgiebig über mich herzuziehen. Es ist ein einsamer Weg. Es ist aber der Weg der Freiheit. Die Freiheit, das sagen zu dürfen, was ich will. Das malen zu dürfen, was ich will, und die sein zu dürfen, die ich sein will. Die Freiheit, genau hier und heute ein fleischfreies Buffet anzubieten, weil ich das Leid der Schlachthöfe nicht ertragen kann. Die Freiheit, genau hier und jetzt mit dem Finger auf Leute zu zeigen, die sich erdreisten, im Pelzmantel zu kommen. Es ist die Freiheit, Dinge zu sagen und zu tun, bei denen andere vielleicht Angst haben, sich die Finger zu verbrennen. Und soll ich Ihnen was sagen? Ja, ich verbrenne mir die Finger. Und ja, es tut weh. Ich kann mir gut vorstellen, wo ich heute auf dem Kunstmarkt stünde,
Wenn ich nicht so gewesen wäre, wenn ich ein bisschen weniger frech gewesen wäre, zu dem gelächelt hätte, was heute wieder als locker Roomtalk hochfähig geworden ist. Wenn ich zum Beispiel nicht dem Bonner Galeristen in einer spontanen Performance den Playboy-Hasen aus dem Kofferraumdeckel seines neuen Mercedes geschweißt hätte. Wenn ich nicht lautstark öffentlich gemacht hätte, dass in den guten Kölner Werkschulen Studentinnen von ihren Kommilitonen vergewaltigt und zur Prostitution gezwungen werden. Erinnern Sie sich an den Fall Traube, der Atomphysiker, der verbotenerweise abgehört wurde? Leider meinem Treiben bei Interatom geschuldet, als ich bei einer Ausstellungseröffnung alles über den schnellen Brüter gezeigt und gezeichnet habe, was damals keiner wissen und kennen durfte. Bei der KVB, sind die Kölner Verkehrsbetriebe, habe ich heute noch Hausverbot, weil ich schon Jahrzehnte vor der berühmten Silvesternacht darauf aufmerksam gemacht habe, dass Frauen in Köln permanent sexuellen Übergriffen ausgesetzt sind. Die Verachtung des Kardinal Meißner trage ich heute noch stolz wie einen Ordenamtel. Und als die Neonazis in den 90er Jahren auf mein Haus in Lohmar geschossen haben, habe ich als Antwort noch eine Ausländerkampagne ins Leben gerufen. Hat mich das beliebt gemacht? Reich, berühmt? Nicht wirklich. Räderscheid macht Ärger, sagen sich viele und meiden mich wie der Teufel das Weihwasser. War es also schlau? Vielleicht nicht immer. Doch mein Bild im Spiegel mag ich heute noch ansehen. Und darum helfe ich, wo ich kann. Lebe für Menschlichkeit, für Moral, Werte, arbeite mit Flüchtlingen, mit Senioren, Jugendlichen und Kindern, versuche, Tiere zu retten und für ihre Rechte einzutreten. Der Satz, da kann man nichts machen, gilt nicht für mich. Denn statt nichts gibt es etwas, ein winziges bisschen, was jeder tun kann. Das ist der Sand im Getriebe von Hass und Gewalt. Und damit der Funke, der die Welt am Leben erhält. Jetzt können Sie natürlich fragen, und hat es etwas genutzt? Und ich muss Ihnen ganz ehrlich antworten, nein, gar nichts. Doch. Seien Sie mal ehrlich, glauben Sie, ich würde solche Bilder malen, wenn ich nicht wäre, wie ich bin? Für diese Bilder möchte ich so leben, möchte ich so sein. Diese Arbeiten sind der Gipsabguss meiner Seele. Und hier liegt sie offen vor Ihnen zutage. Wenn ich heute vor Ihnen stehen darf, dann deshalb. Weil ich so bin, wie ich bin. Weil ich sage, was ich nicht sagen darf, auch jetzt wieder. Und mit Flüchtlingen arbeite, obwohl man heutzutage dafür wieder angespuckt oder als Flüchtlingshure beschimpft wird. Ja, das ist leider so. Und deshalb möchte ich vor allem dem Beirat der Stiftung danken, dass er findet, so jemand wie ich würde sich gut machen auf der Liste der Preisträger. Es tut richtig gut auf dem einsamen, holprigen Pfad des Nonkonformismus, wenn jemand kommt und sagt, hey, Räderscheid, finden wir gut. Danke.